Weltweit, aber vor allem in Deutschland, begegnet uns ein wahrer Mangel an katholischen Priestern. Dieser Priestermangel rührt eindeutig vom Zweiten Vatikanischen Konzil und den nachkonziliaren Reformen her, gerade in Bezug auf die Liturgie. Und das bestätigt auch Papst Benedikt XVI. Er schrieb noch als Kardinal: Zitat, ich bin überzeugt, dass die Kirchenkrise, die wir heute erleben, Weitgehend auf dem Zerfall der Liturgie beruht, die mitunter sogar so konzipiert wird, als wenn Gott nicht gegeben wäre. Die Zahlen der Priesteramtskandidaten und der Priesterweihen gehen seit dieser Liturgiereform rapide bergab. Schauen wir uns mal ein paar Statistiken dazu an. Beginnen wir mit den jährlichen Priesterweihen. Im Jahr 1962 gab es noch 557 Priesterweihen in Deutschland. Und nach der Liturgiereform und dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es im Jahr 2022 nur noch 33 Priesterweihen. Also ein Rückgang von über 90 Prozent. Und somit verringert sich natürlich auch generell die Anzahl der katholischen Priester, da ja auch viele Priester mit den Jahren sterben. Hier eine Statistik, welche uns die Jahre 1998 bis 2021 in Zahlen zeigen. Eine Verringerung von 30 Prozent zwischen 1998 und 2021. Diese Kurve ist sehr erschreckend, denn sie zeigt uns den Rückgang. Der Priesterweihen seit der Liturgiereform, ausgehend von 1962 bis in das Jahr 2022. Gerade deshalb müssen wir uns über jeden neu geweihten Priester freuen. Auch dieses Jahr gab es Priesterweihen, zum Beispiel im Bistum Paderborn. Drei Diakone empfangen Priesterweihe. Erzbischof Dr. Udo Markus Benz weiht drei Diakonen am 18. Mai 2024 zu Priestern des Erzbistums Paderborn. Durch einen sehr glücklichen Zufall, nenne ich es mal, bei Gott gibt es keine Zufälle, durfte ich einen dieser Priester, die dort geweiht wurden, circa zwei Wochen vorher treffen. Und wir haben uns über die Kirchenkrise und die Sakramente unterhalten und wie wichtig es ist, die Beichte. Anzubieten. Und ich bin sehr guter Dinge, dass dieser junge Mann ein sehr guter Priester wird. In Ostdeutschland hingegen empfingen nur zwei Männer 2024 die Priesterweihe und drei der fünf Ostdiözesen gehen komplett leer aus. Eine wahre Katastrophe, wenn man daran denkt, dass die Sakramente, welche der katholische Priester spendet, unabdingbar sind für das Heil. Und in Franken gab es zum ersten Mal seit 80 Jahren gar keine Priesterweihe. So wie in Münster, keine Priesterweihe. Vor allem deshalb müssen wir für unsere Priester beten. Wir müssen ihnen den Rücken stärken und wir müssen auch für mehr heilige Priester beten. Das alles, dieser Priestermangel, ist das Ergebnis der Liturgiereform wie Papst Benedikt XVI., damals auch als Kardinal Ratzinger, sagte, sowie die ganzen modernistischen Tendenzen, die aus den höchsten Reihen des Vatikans einhergehen. Viele junge Männer verspüren die Priesterberufung. Sie sind von Gott berufen. Doch viele wissen nicht, was sollen sie machen. Sie sehen... Was in der Kirche los ist. Wenn man dann aber sich an der Tradition orientiert und sieht, wie viele Priester bei der Priesterbruderschaft St. Pius X. beispielsweise geweiht werden, und wenn man diese Zahlen in Relation setzt zur Größe der restlichen Kirche im Vergleich zur Priesterbruderschaft St. Pius X., sieht man, dass es überproportionale viele Priesterberufungen in der Tradition gibt. Ich möchte damit aber nicht sagen, dass ein Priester, welcher die neue Messe zelebriert, prinzipiell ein schlechterer Priester ist als einer, der die alte Messe zelebriert, bevor mir das jemand nachsagt. Ich möchte den Männern, den jungen Männern Mut machen, dass wenn sie eine Priesterberufung in sich verspüren, dieser nachgeben, dem Ruf Gottes folgen und ein Priester werden. Denn die Menschen brauchen Priester. Wir brauchen Priester, welche uns die Sakramente spenden, uns von unseren Sünden lossprechen, das heilige Messopfer darbringen und uns zur Seligkeit verhelfen.